Hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Pixelmon. Und diese dicke Fresse steht mir gerade im Bild. Ich bin hier ganz nah. Ja. Ja, wir waren jetzt ein bisschen unterwegs und haben uns ein bisschen was gesammelt. Ja. Liegt in der Kiste. Du kannst ja schon mal. Ich kann schon mal. Ja. In welcher Kiste denn? Ach da. In einer Kiste. 48 Leder haben wir gesammelt. Das ist richtig. Wir haben so ziemlich den ganzen Bestand an Miltang weggekloppt, den es auf dieser Karte gab. Ich weiß nicht, wie lange wir hier rumgelaufen sind, ne? Ich glaube 2,5 Stunden. Ja, weiß ich nicht. 2,5 ist schon ein bisschen viel, oder? Ja, oder zwei. Es war auf Zwei jeden Fall sehr lange. bestimmt. Ich brauche aber noch Papier. Ja, ich habe hier 35. Zieh das hier mal durch, Hier ist relativ nichts drin, hier ist auch unauffällig. nichts mehr drin. Upsala. Wir müssen uns übrigens unsere Tauschmaschine nochmal cheaten, weil die ist ja beim Umbau hier kaputt gegangen. Ja, aber ich habe gerade keinen Platz dafür. Nee. Aber so nötig haben wir die ja jetzt auch gerade nicht, ne? So, Papier. Ja, ah ja, den PC haben wir, den haben wir hier in der letzten Folge schon gemacht. Fällt mir gerade auf. Und es regnet, es regnet. Ich brauche mehr Papier. Was haben wir noch? Haben wir noch irgendwas Interessantes gefunden? Ja. Genau, das wollte ich jetzt machen. Ich habe mir nämlich ein bisschen Wasserstein gesammelt noch, damit ich mein Evoli entwickeln kann. Ich warte, ich will sehen, ich will sehen, ich will sehen, ich will sehen. Wasserstein. Ich habe noch Bist du nichts. denn da? Wie geht das denn jetzt? Weißt du das? Ich habe keine Ahnung. Ich schieße das mal raus. Ist ganz schön groß. So, jetzt mal gucken, rechts liegt drauf. Nicht? Ah! Ah. Ist ein bisschen geschrumpft, aber. Ist ein bisschen sehr geschrumpft. Vaporeon heißt es jetzt. Ist doch schön. Das hat sogar eine Schwanzflosse. Ach so, ein bisschen größer habe ich mir das schon vorgestellt. Ja, das wächst ja bestimmt noch. Weiß ja nicht. Wo mache ich denn jetzt die Bücher nochmal hin? Da noch einen und da noch einen und da oben noch einen. So. Erstmal ein bisschen belebt wieder. Wie viel kriege ich denn jetzt? 13, 12, 13. Ich komme immer nur noch bis Level 13. Was soll das denn? Was? Ja. Das hast du nur machen können aus dem Ganzen, was wir hatten. Ja, ich hab nicht mehr Papier. Ach so. Weil ich brauche ja eine Menge Papier dafür. Naja. Ich brauche ja mehr Papier als Leder. Aber ein Buch kann ich noch eben schnell machen hier. Ach, Scherz. Eins, eins, eins. Zack. Aber ein Bücherregal habe ich noch. Zack. Was hast du denn noch für Pokémon auf dem Rechner? Ich habe noch ein Abra, Level 12. Ein Elektroball Level 31, ein Voltilam Level 14, ein Dodri Level 40, Pikachu Level 7 und Tauboga Level 17. Und mein Onkel hier. Ich habe mir jetzt gerade eine Dratini mitgenommen. Ich weiß, dass ich eins habe. Dratini will ich auch haben. Da. Ich will mir einen Dragoran machen. Sieht aus wie ein blauer Pillewurm, ey. Das liegt auf der Druckplatte. Türstopper. Aber ich wollte das Kennst du nicht? angreifen. Mann. Pam. Pam, ich kann dich abwerfen mit meinem fetten Viech. Ich kann dir das auch an den Kopf werfen, wenn du willst. Hier. Ja, bitte. Deal gewählt. Bam. Das ist blöd, meinst du schlecht? Doch. Hypno, ja, danke. Mal gucken, was gibt's denn da noch so? Was ist denn Shadow Punch? Mal gucken, was Shadow Punch ist. Hat keinen Was Effekt. hat. Okay.
Tauros wakes up. Tauros is dead. Yes. Hat sich bei mir noch nicht wirklich aktualisiert. Kannst du nicht an hier. Mach du pennst schon wieder, Kollege. Ja, schlimm genug. Ah, du bist schon wieder aufgewacht. Das finde ich ja doof. Au! Hab dich getroffen? Du hast mich getroffen? Bestimmt. So, jetzt habe ich verloren, weil jetzt habe ich nur noch die kleinen Viecher. Was habe ich denn hier noch? Flammenrad. Und was kann der noch? Watergun. Oh, hab ihn noch getroffen. Au. Healer ist busy. Wer ist busy? Der Healer ist busy. Ja, der Healer ist sehr busy. Welches Level komme ich denn jetzt hier? Immer noch nur 13. Was soll das denn? 14. Jetzt komme ich schon bis 14. Merkwürdig, merkwürdig, merkwürdig. Merkwürdig. Vielleicht auch mal links und rechts was noch hinbauen. Ah ja. Aber erstmal brauche ich Papier. 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 Ist noch nichts da. Papier, 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 Papier. Unsere Melonen wollen auch irgendwie nicht so, ne? Naja, ich weiß auch nicht. Die wachsen sehr sporadisch. Ja, irgendwie schon. Ich weiß nicht, was da los ist. Yellow Apricot. Yellow Apricot? Ups. Ich pflanze nochmal eine Yellow Apricot. Mach das. Versuche ein bisschen meinen Dratini zu trainieren, wenn ich Gegner finde, die schwach genug sind. Du kannst auch gegen mich trainieren. Oder Christoph, bei mir keine Erfahrung. Doch, krieg ich auch. Und dann kannst du auch bei mir trainieren. Blöde Kuh. Warum rennen die Pokémon alle von mir weg? Was soll das denn? Weil dann kriegst du schön viel Erfahrung. Wenn du dann zum Beispiel meinen Dodri auf Level 40 kaputt haust, dann kriegst du richtig viel Erfahrung. Ja, dann muss ich doch aber auch erstmal kaputt hauen. Ja, das hat bestimmt eine Attacke, was nichts abzieht. Und dann mache ich das einfach die ganze Zeit und dann... Ich guck mal eben. Dragon Rage. Wie konnte ich denn nochmal die Stats nachgucken? Da, Stats. Moves. Ne, doch nicht. Hat er nicht. Schade. Jetzt setze ich einfach das Dratini zuerst ein. Und dann irgendein anderes und lass es kämpfen. Sucker Punch, Nightshade. Das geht doch, oder? Was denn? Wenn ich erst das einsetze und dann das andere kämpfen lasse? Ja, das geht. Mein Gott, warum rennen die Pokémon alle weg vor mir? Das kann doch nicht sein. Was soll das? Aber weißt du, was wir auch noch finden müssen? Was? Fossile. Ja. Ich verstehe nicht, wieso wir keine Fossile bis jetzt gefunden haben. Vielleicht sind die extrem selten oder so. Keine Ahnung. Oder immer noch keinen blöden Bossgegner. Ne, stimmt. Hatten wir überhaupt schon mal einen? Ja, oder du? Ich hatte mal einen Carpador. Ein Carpador-Bossgegner. Geil. Ja. Ich habe... Dingens gefunden. Da hinten ist wieder ein Lapras, falls du eins haben willst. Gunpowder. Ja, dann Kollege. Schnapp sie doch. Ja, dann muss ich erstmal Bälle mitnehmen. Was nehme ich denn da mal für einen Ball mit? Ich sollte allgemein wieder ein paar Bälle mitnehmen. Nimm einen Heavy-Ball mit. Ja, und ein Lapras ist schwer. Und einen Premier-Ball. Und einen Pokéball. Nehme ich auch mal einen Heavy-Ball, einfach so, weil ich das brauche. Levelball. So, wo ist es denn jetzt hingeschwommen? Ultraball. Da unten sind noch zwei Wassersteine, falls du haben willst. Ja, jetzt brauche ich ja keine mehr. Da ist noch einer.
Wo ist es denn jetzt? Das war hier doch gerade noch. Hä? Wo ist es hin? Nein, es ist weg. Vielleicht getaucht, abgetaucht? Ja, ich suche gerade schon überall, aber irgendwie... Irgendwie ist es away. It's away. It's away. Away, away, away. Das ist ein Garados. Lapras ist ein Garados? Ach Quatsch, Arbok. Ich wollte gerade sagen, ey. Fast das gleiche. Ja, fast. Ist fast das gleiche. Oh Mann, wo ist es jetzt hin? Die spawnen die Viecher eigentlich auch? Keine Ahnung. Oh Mann, es ist weg. It's away. Glaube ich zumindest. Ich sehe es zumindest nicht mehr. Ein Knüffenser. Knüffenser? Ein Knüffenser. Hallo? Da ist noch mehr Knüffenser. Ja. Ist anscheinend away. Away from here. Away from here. Das sieht chillig aus. Komm mal zu mir. Moment, ich bin gerade am Töten. Ich bin gleich tot. Ist blöd. He's dead. Paralysiert. He's dead. Hey, paralysiert and can't move. Fresse halten. Mach so, was. Wo bist du denn jetzt? Schön. So, wo bist du? Ich bin vorne am Wasser. Wasser? Ja, wenn du Richtung unser Haus wieder gehst. Darfst du? Weiß ich wo, da. Guck mal hier hin. Und jetzt gehen wir hier unten durch dieses durch die kleine Lücke durch. Das sieht mega chillig aus. Epic. Und dann kommst du hier so raus und dann ist das hier so. Wow. Da vorne ist Quappo. Ja, hab ich auch schon gesehen. Ist Quappo oder Quapuzzi? Ich weiß es nicht. Ich kann es gerade nicht sehen. Pulivirl. Ja, ich weiß nicht, wie das auf Englisch. Von mir weg. Es hat Angst vor dir. Da ist ein Myrapla. Myrapla? Die Entwicklung. Duflor. Duflor. Wenn wir noch einen Blattstein haben, können wir es entwickeln zu Giflor. Wir haben Blattsteine, genug. Ja, dann können wir das entwickeln, wenn du das fängst. Welches Level hat das denn? Weiß ich nicht. Ich auch nicht, ich seh nix. Es rennt wieder weg. 23. Es kann nicht wegrennen. 23. Hast du irgendwas in dem Bereich? Ja. Ja, dann musst du machen. Ich hab da leider nichts. Vorsicht! Was nehme ich denn da mal das hier? Oh oh. Bin ich am Pennen? Was? Ja, ich bin am Pennen. Und ich bin paralysiert. Super. Dann wirf den Ball. I'm still sleeping. Wirf doch einen Ball, das ist ja schon so gut kaputt. Also stark angeschlagen, sagen wir mal. Back, Pokeballs. Werf ich mal einen Pokeball. Ein Pokeball. Das hat nicht funktioniert. Dann greife ich das nochmal an. Wenn ich dann mal aufwache. Backt hier gerade ein bisschen rum. Ich sehe es. Ich bin paralysiert, ich kann mich nicht bewegen. Ich bin aufgewacht. Alter, das ist doch scheiße, ey.
Und jetzt bin ich wieder am Pennen. Das hat sich aber gerade selbst verletzt, es ist runtergefallen. Was werfe ich denn jetzt? Premierball. Da ist es schon wieder. Ja. Ich habe nur noch einen Heavy Ball. Und? Weiß ich noch nicht. Bei mir steht noch Waiting. Ja, jetzt. You catch up the gloom. Yay. So. Und wie gibt's die Entwicklung schon? Bestimmt. Ich gehe mal davon aus, dass die erst alle, also die Pokémon, wenn die reinbringen, dass die dann auch direkt die Entwicklung mit reinmachen, bevor die neue Pokémon machen. Gehe ich mal von aus. Aber ich habe jetzt keine Lust, hier schon wieder durch den Wald zu laufen. Ich glaube, ich gehe wieder zurück. Aufhört zu rainen. Und ich nehme einen Blutstein noch mit. Das war's mit meiner Hacke. Hüpp. Ne, komm schon. Fast tot. Na egal. Sollte ich schaffen in einem Schlag. Leveln wir vielleicht mal ein bisschen mit meinem Routine. Ich hätte mir ein Boot mitnehmen müssen. Naja. Genau. Wo haben wir denn den Blattstein da? Hier liegt ein Muschas. Möchtest du dabei sein, wie es sich entwickelt? Ja, warte. Ich bin noch am Tauchen. Muss ich das mit Rechtsklick benutzen? Ich hab da einfach mit Rechtsklick gegen gehauen und irgendwann hat es funktioniert. Wo ist es? Da. Oh Gott. Oh, der ist ja cool. Man sieht's gar nicht. Ja, ist das cool. Ich will's haben. Cool. Diese Healer ist busy. Ja. Bin ja schon weg. Ding, ding, bim, bim, bim. Gibt's da schon Soundeffekte für? Ich glaube nicht, ich höre auf jeden Fall. Dim, 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 dim. Boah. Jetzt bist du ein bisschen zu laut in meinem Ohr. Bin ich das? Allgemein sehr laut, aber irgendwie. Ich weiß nicht, ob vielleicht mal irgendwer in den Kommentaren schreiben könnte, warum ich keinen Regen höre und so ein Kram. Das weiß ich auch nicht. Vielleicht hast du den Ton sowas von leise. Ich höre die Kisten. Rink, Joke. Da steht ein Tangela draußen. Ich habe einen neuen Blattstein gebaut. Yay. Welches Level sind sie denn, Tangela? Aber ich hätte gerne einen Donnerstein und vor allen Dingen will ich einen Feuerstein. Aber ich weiß nicht, wo es diese Feuersteinstücke gibt. Vielleicht müssen wir einfach nochmal eine richtige Höhlentour machen. Dann vielleicht finden wir dann ja auch nochmal ein Dings. Ja, ein Dings ist gut. Wir haben noch nicht mal eine Fossilmaschine. Das stimmt. Die müssten wir uns auch noch bauen. Wie craftet man die denn? Weißt du das? Aus ganz vielen Einzelteilen. Ja, aber wie werden die Einzelteile gebaut? Ich guck mal eben. Was wir da alles für brauchen, meine ich, damit wir da also schon mal... Wir brauchen einen Fossilmaschinen-Top. Dafür brauchen wir Aluminium und Redstone, das haben wir. Ich glaube, der Tank wird mit Glas und mit Wassereimern gemacht. Ja, genau. Glas und Waterbuckets. Wie viele Waterbuckets brauche ich denn? Zwei oder drei? Der Display braucht einen Obsidian und vier Redstone. Und die Platte braucht sechs Aluminium.
Irgendwas stirbt hier wieder. Drei Eimer Wasser. Ja. Haben wir noch Glas? Glasscheiben oder Blöcke? Blöcke, ne? Scheiben. Scheiben? Scheiben. Plupp, plupp. Plupp, plupp, plupp. Ich habe jetzt einen fossilen Maschinentank. Ja, die anderen Sachen kannst du auch machen, wenn wir genug Aluminiumplatten hätten. Was? Wie viel brauche ich denn? Was brauche ich für den Boden nochmal? Obsidian und was noch? Für den Boden brauchst du 6 Aluminiumplatten. Und für den. Wofür brauchte ich Obsidian? Für den Display. Obsidian, ein Obsidian in der Mitte und 4 Redstone so. Oben, unten, links, rechts, drumherum. Ups. 1, 2, 3, 4. Fossil Machine Display. Was brauche ich noch? Den Top. Was war mit dem Top? Was muss ich da machen? Aluminiumplatten, 5 Aluminiumplatten und ein Redstone. Das heißt, wir brauchen insgesamt 11. Nein, doch 11 Aluminiumplatten. Wie gingen die Aluminiumplatten denn nochmal? Einfach Aluminium auf den Amboss legen und draufhauen. Dann werden da ganz zum Schluss sind das so viereckige Platten. Wird ein bisschen dauern. Hier ist ein Mülltank. Ein totes Mülltank. Ein totes Mülltank. Oder ein Ghastly. Oh, Drachenattacken treffen. Sehr gut. Ich brauche noch Papier. Ja, dann muss ich was machen. Wie viele Platten brauchte ich jetzt insgesamt? 10? Weiß ich nicht. 11, meine ich. Ja, 11. Dann haben wir ein Aluminium zu wenig. Hier ist ein Butterfree. Also falls du noch Aluminium unterwegs findest, bring mal mit, weil wir haben eins zu wenig. Möchtest du ein Smetbo haben? Ein Smetbo? Nö, ich glaube nicht. Flatter gerade in unsere Richtung. Weil es mir wieder vor mir wegläuft. Ein Metapod. Metapod, Angriff, es rennt auch weg. Warum rennen die Pokémon weg? Getroffen. Allerdings habe ich so richtig gute Wurfskills. Wir brauchen mehr Bücher. Ich will meine Hacke verzaubern so langsam mal. Ich bin schon wieder 25 jetzt, ey. Ich bin 34. Ich will einen schönen Level 30 draufzaubern, damit die Level wieder schnell hochgehen. Ja. Und dann können wir immer Bücher verzaubern. Wie wir es vorher auch schon gemacht haben. Das stimmt.